So. Liebe Leute, dann haben wir dann endlich beendet diesen Tunnel und wir sind jetzt auf der Route 10, die ich eigentlich die zwei Routen vorher im Kopf hatte. Na gut, jedenfalls sind wir jetzt durch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Route 10 Richtung Lavandia. Ja, und die wird ein bisschen was kürzer werden als das, was wir jetzt zuerst hatten. Jo, dann geht's heute weiter mit Route Nummer 10. So, ich muss mal kurz mein Team umbauen, die irgendwo die nach vorne ziehen, weil wir haben noch ein bisschen was an Trainern hier vor uns. Und wir fangen an mit diesem Wanderer hier. So, was hast du für mich? Kleinstein. Okay. Gut, dass man Nevoli so Doppelkick, also Schaufler kann. Nevoli Krieg kannst du mich nicht mehr einsetzen. So. Na, ich glaube, heute machen wir nämlich die Route 10 hier fertig und die Lavandia erkunden. Bei Lavandia, da fehlt noch ein entscheidender Punkt, aber das kann man noch nicht jetzt machen. So, okay. Eieiei, au, 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 au. Das ist doch nicht fair von dir. Schau mal jetzt hier. So, dein... Du setzt jetzt Geduld, das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts, bis sie den nächsten Attacke dauern. Und warum kann der Bodycheck ansetzen und dann nochmal Geduld hinterher? Naja, egal. Auf jeden Fall ist es jetzt weg. Du hast noch einen Georock. Ich hoffe, dass dein Georock jetzt ein bisschen mir das Finale mal einsetzt oder so. Dass ich jetzt mal. Ich geh jetzt runter erst kurz. Und dann kannst du jetzt Finale oder sowas einsetzen. Er setzt Steinhagel ein, okay? Ah, fast sogar komplett. Oh, oh, oh. Ich glaube, dass Evoli das wird. Ah, du bist da. Danke, Evoli. Ja, ja, ja. Wir müssen langsam mal ein bisschen. Wir müssen dringend ins Pokémon Center. Wir haben nicht mehr viel. Ich bin jetzt mal froh, dass wir durch den Felstunnel durch sind. Dass wir das Thema in der letzten Folge abgearbeitet haben. So. Nidoking erreicht Level 29. Aber er hat keine neue Attacke. Archi! Da haben wir noch ein Item liegen. Ich gucke jetzt, was ich noch irgendwas habe. Was mich so ein bisschen helfen kann. Äh, Gott sei Dank. Schaufler. Kopfnuss. Schaufler. So, mehr brauchen wir nicht. Also ich kann mit dem Pokémon wieder einsetzen. Ich hab sonst ist schwierig. Kann ich nochmal super trinken? Ja. Weil hier noch mal Trainer auf der Route sind. Gut. So, drei Superbälle. So. Ja, aber kann sagen. Wie du, möchtest du mein Pokémon sehen? Klar, gerne. Lass mich raten, du hast bestimmt einen Fleckmon. Naja, Glutexo. Okay. Der eine hat eben einen Visa-Knosp gehabt, der andere hat einen Glutexo. Fehlt noch irgendwie Shellock oder so, dann hätten wir die auch. Okay. Du hast einen Glutexo. Ich will auch einen Glutexo. Aber ich könnte mal gucken, ob ich mit. Ja doch, als Feuer-Pokémon. Glumanda, Glurak, warum nicht? Ah ja, wohl. Glurak hat mal Pokémon-Dings. Ein Pokémon-Schild. Ja, okay. Nee, dann nehmen wir diesmal ein anderes Feuer-Pokémon Prinzip. Da brauche ich nicht immer alles doppelt und dreifach nehmen. Jedenfalls ist der Trainer down. So, haben wir hier oben noch irgendwo was? Oh ja, hier sind noch zwei Trainer. Einatmen und wieder ausatmen. Ach, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Camper Heim. Heimke, okay. Du hast jedenfalls einen Krabi. Du hast zwei Pokémon im Team. Ja, gehen wir von aus, dass wir heute zwei Ereignisse machen. Von daher, wenn wir die uns auch noch angucken, weil sonst ist die Folge einfach zu kurz, weil wir sind gerade bei 5 Minuten oder so.
Die Route ist ja, das sind nur die zwei Trainer noch jetzt. Das sind vier Trainer insgesamt auf dieser Route. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun, bis wir unser Team aufbauen können. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. So, Evoli mit einem Kopf los und damit ist dieses Krabbe jetzt auch down. Jetzt hast du noch einen Sendama. Ach Gott, ey. Ich hab doch nichts gegen euch, sowas. So, da war der Schattenschauer ein. Das hat mir wohl auch beigebracht, aber es sind. Geht gar nicht. Jetzt sind wir dabei auch schon ein bisschen was drüber mit dem Level. Hör auf da mit dem Scheiß! So. Ich habe eingeatmet und ausgeatmet und trotzdem gewinnst du den Kampf. Okay. Ja. Gut. Was haben wir hier? Puh, ich war lange nicht mehr in den Berg unterwegs und jetzt bin ich echt erschöpft. Warte mal, sind das da oben nicht Route 9, 10 und jetzt der zweite Teil? Route 10? Na gut, jedenfalls haben wir jetzt als Gegner einen Pikachu. Und Pikachu sollte für Evoli doch kein Problem sein. Eigentlich. Es ist ein weibliches Pikachu, man sieht es am Schweif. So, jetzt gehen wir auf Schaufler. Und tschüss, Pikachu. Zieh mal, wie lasst denn du? Fängst du mit Lichtschild an? Okay. Spezialattacke. Aber dadurch, dass ich physisch angreife, ist es eh egal. Bis jetzt kommen wir relativ gut durch. Wir haben noch keinen Kampf verloren. Gegen Major Bob hatte ich erwartet, dass wir vielleicht. Oder gegen Misty alleine schon vorher erwartet, dass wir ein bisschen auf die Fresse kriegen. Aber die haben wir dann noch Gott sei Dank relativ schnell down gekriegt. Und ja, Major Bob, der war dann noch nicht so das große Problem. Aber gut, wir kriegen noch Herausforderungen. Glaub mal. Spätestens wenn wir dann immer gegen die Top 4 kämpfen, dann kriegen wir bestimmt auf den Mist. Aber schauen wir erstmal. So, Evoli Reichweite wird 28 und will Risikotackle lernen. Und ich bin von solchen selbstverletzenden Attacken kein Fan davon. Deswegen, ja, nicht. Tauboga. Tauboga ist ein Gegner für Pikachu. So. Komm, Tauboga. Mach hier. Grillvogel. Bam. Okay, gut. Ja, warte, bis es sich entwickelt hat. Dann wird es ein bisschen einfacher werden, hoffentlich. Ich hoffe, dass wir das auch relativ bald durchkriegen. Nicht ganz. So, jetzt habe ich das irgendwie im Ruckzuck. Hier wird es wahrscheinlich nicht der Fall werden. Hey. Er kam genau auf die gleiche Idee. Ja, ach so, okay. Ja, nein, alles gut, klar. Der Lichtschild dabei. Der hat die ein bisschen abgeschwächt, die Attacke. Okay, das klärt. Ich dachte, Pikachu ist einfach schwach momentan, aber... Naja, wird immer sein. Gut, dann haben wir das auch durch. Und wir holen jetzt erstmal diese 5 Nana-Bären. Im Original ist, glaube ich, ein Elixier drauf. So, okay, dann haben wir das erledigt. Und dann kommen wir... In der Geisterstadt Lamanian. Altragosso? Das ist aber nicht meins, oder? Ich habe meins ja auch mit dabei. Oh, das ist Jan, unsere Rivale. Und das ist der Turm, den ich schon kurz angeschnitten hatte. Aber den lassen wir jetzt gerade mal noch ein bisschen außen vor. Da müssen wir noch ein paar Dinge vorher erledigen. Also habt da noch ein bisschen Geduld. Und wir heilen erstmal unser Team hier komplett. So, jetzt kann ich auch mein Team ein bisschen aufräumen. War jetzt einfach nur bewusst, damit ich gesagt habe, ich muss jetzt nicht hier jeden Pokémon mein Team aufräumen. Weil ich will mir die drei, die da unten sind, nicht mit ins Team nehmen. Das ist der Plan, das ist klar. Und heute gucken wir uns ein bisschen in Lavandia um. Noch zusätzlich. Also, klar, wir sind jetzt gerade bei 10 Minuten. Dementsprechend will ich heute diese Stadt noch mit reinholen, damit wir das auch durch haben.
Also, ich kurz mal mit ihm aufräumen. Aus dem Team entfernen. Oh, das Rio nur like mit. So, dann haben wir das auch durch. So, oh gut. Warte mal, wir fangen den Pokémon Center an. Wir haben ja da oben noch einen Gentleman gehabt, der uns eigentlich ein bisschen. Der uns was auf Schimpf was erzählen hat. Team Rocket würde für Geld jede noch so böse Tat vollbringen. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass die Dicta aus Kanto vollkommen kahl sind? Mein Dicta hat nämlich Haare auf dem Kopf. Wollen wir unsere Exemplare tauschen, um sie vergleichen zu können? Klar, gerne. Oh, wie aufregend. Worauf warten wir denn noch? Ja, weil die... dann hat sie eine Alola-Dicta. Und da ich mir Dicta jederzeit wieder fangen kann, brauche ich sie nicht jetzt. Alola-Dicta, das ist nämlich noch relativ... neu und so. Digga, hat der Dick da zugeschickt? Doch Gottchen. Stahl-Pokémon. Bodenstahl. Wow, stimmt also. Der Kopf fühlt sich so glatt und geschmeidig an. Danke, du hast mich damit sehr glücklich gemacht. Lass es bald wieder tauschen. Da Gosse tragen doch Schädelmasken, stimmt's? Die soll man teuer verkaufen können. Ich warne dich. Ich hab gesehen, wie die Mutter eines Dragosse versucht, das Team Rocket zu entkommen. Sie konnte aber leider nicht fliehen. Ich hätte ihr helfen sollen, aber ich war vor Angst wie gelähmt. Ja, Team Rocket, sag ja. Die sind... naja. Du weißt... Im Pokémon haben sie aber nicht laut sein und so. Das sagt Mama immer. Ja, ist auch eine Ruhestätte, ist normal. So, haben wir hier. Glaubst du an Gespenster? Nein. Natürlich nicht. Und diese weiße Hand da auf deiner rechten Schulter bin ich mir nur ein, stimmt's? So, was sagst du denn, wenn du so ja ist? Ja, also es gibt Leute, die an sie glauben. Okay. Diese Stadt ist wie ihre Pokémon-Ruhestätte bekannt. Trainer verbringen ihre verstorbenen Pokémon in den Pokémon-Turm und gedenken ihrer dort. Schniffel, schniffel. Ah, der Duft von Räucherstäbchen entspannt. So, was haben wir hier? Gib dir schon immer schon Mühe, wenn du dir einen neuen Spitznamen für den Pokémon ausdenkst. Oder würdest du gerne dein Leben lang mit einem peinlichen Namen herumlaufen? Naja, ich sag dazu jetzt mal gerade gar nichts, ne? Ich weiß, das kommt schon wieder der eine oder andere Spruch, aber naja. So, okay. Weißt du, was diese Fieslinge von dem Rocket getan haben? Sie haben Knorke entführt, die Mutter von dem kleinen Dragosse, um das wir uns jetzt kümmern. Ich glaube, keiner hat sie wiedergesehen. Das dürfen sie doch nicht einfach machen. Ne. Okay, da ist nichts drin. So, haben wir jetzt hier irgendwie alles an Trainern und Menschis angequatscht? Weil ich glaube, wir haben noch schon ein bisschen. Ich suche nach Items, mit denen ich im Kampf vorübergehen, die Statuswerte meiner Pokémon erhöhen kann. Sie heißen X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo, X-Spezial. Weißt du, wo ich sie finden kann? Bestimmt in Prismania City. Wenn du mit einem Koop-Trainer kämpfst, kannst du mit zwei Pokémon gegen ein einzelnes gegnerisches Pokémon antreten. Dann bist du klar im Vorteil. Ja, und dann ist das Spiel zu einfach. Ich weiß, das hatte ich schon mal zwischendurch. Hast du dir Beleber gekauft? Das ist total praktisch. Mit denen kann man nämlich kampfunfähige Pokémon wiederbeleben. Ich glaube, ich verkaufe jetzt mal ein bisschen was an Items, weil, ja. Jetzt mal ein bisschen aufräumen hier. Oh, der Sternstab, der geht auch gut. Okay, dann haben wir alles. Nein, ich möchte nichts verkaufen, ich möchte kaufen. Und zwar neue Supertränke. Ich habe nur, wie viel habe ich denn überhaupt?
Null. Okay, dann sollten wir bringen wir mal kaufen. Ich habe mal 21 mit. Du hast irgendwas, was mir helfen könnte? Hyperheiler vor allen Dingen. Die kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, weil dann muss ich nicht immer spezielle Heiler nehmen. So, okay, dann haben wir alles erledigt. Und dann gucken wir gerade mal auf die Uhr. Wir haben jetzt eine gute Viertelstunde, 16 Minuten gemacht. Das ist in Ordnung. Das ist schon mal, klingt schon mal alles ein bisschen besser als... Was haben wir hier noch für ein Gebäude? Oh, hier drin habe ich noch nicht. Ach, Pokémon Clubhaus, okay. In letzter Zeit sollen im Pokémon-Turm häufig Gespenster rumspucken. Ich glaube, das hat mit den Pokémon zu tun, die von dem Rocket entführt wurden. Die sind nämlich nie wieder zurückgekehrt. Dem Rocket, ja. Ich habe die am Anfang nicht so viel ernst genommen, wenn ich ehrlich bin, aber die sollte man schon ein bisschen ernst nehmen. Seltsam, Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist so fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Ja, Mr. Fuji lernen wir noch kennen. Da kann ich mal sicher sagen. Gut, dann, liebe Leute, machen wir einen kleinen Break. Route 8 ist die nächste Route, die uns erwartet. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann machen wir uns straight Richtung Prismania City auf. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao!